Auf dem Hunsrück war das Dreschen nicht nur Winterarbeit. Wo die alten Scheunen, wie auf diesem Hof in Ellern, nicht erweitert und den wachsenden Fruchterträgen angepasst wurden, begann man damit bereits während der Ernte. Wer hat's dann bestellt? Oh, schon der Konrad August, Vorsteher und Herr das Auto. Hier soll die am Vortag eingebrachte Garbenfuhre weggedroschen werden, um für die folgenden Wagenladungen in der Scheune Platz zu schaffen. Für den Morgen des Dreschtages sind Helfer aus dem Dorf bestellt, wie man sie gewöhnlich dann zuzieht, wenn der Hof nicht genügend eigene Arbeitskräfte zum Dreschen hat. Nachdem das Scheunentor weit geöffnet ist, ersteigt der Bauer das Gerüst, den Lagerplatz der Frucht über der Tenne, um den ersten Wurf hinabzuwerfen. Das sind die 25 für einen Dreschablauf benötigten Garben. Der Wurf wird für den ersten Arbeitsgang zum Bett angelegt. Er muss zunächst gebauscht, das heißt mit den Flegeln vorgedroschen werden. Jeder Helfer bringt seinen eigenen Dreschflegel mit. Die Tenne wird für die Drescharbeiten in ihrer ganzen Ausdehnung gebraucht. Das Bauschbett, eine Doppelreihe aus allen 25 Garben, deren Ähren nach innen zeigen, beginnt an der Torschwelle und reicht bis kurz vor die Rückwand, wo ein Teil der Fläche frei bleibt. Die Ährenenden, die von beiden Seiten aneinander stoßen, bilden in der Mitte eine langgezogene Ährenbahn. Nach dem Sprichwort sind die Scheunendrescher als starke Esser bekannt, aber auch das Schnapstrinken gehört zu dieser Arbeit. Dann nehmen die Drescher in zwei einander zugewandten Gruppen ihre Ausgangsstellung am Anfang des Bettes ein. Beim Bauschen geht es mit den Flegeln zweimal über die gebundenen Garben. Jeder Durchgang führt vor und zurück durch die Mitte des Bettes. Man beginnt mit der rechten Garbenreihe, auf der sich die Gruppen, die eine vorwärts, die andere rückwärts, nach hinten bewegen und kommt auf der linken Reihe wieder nach vorne.
Die einmal durchgebauschten Garben werden gewendet, ohne dass die Arbeit mit den Flegeln unterbrochen wird. Wenn die Drescher am Anfang des Bettes nach rechts herüberwechseln und somit wieder ihre Ausgangsstellung erreichen, beginnt der zweite Durchgang. Auch Frauen wissen den Dreschflegel zu handhaben. Früher waren sie in den Dreschgemeinschaften auf den Höfen unentbehrlich. Beim Bauschen, das nun zu Ende geht, ist schon ein Großteil der Körner ausgefallen, von denen jedoch viele in dem dichten Stroh der gebundenen Garben hängen blieben. Ein vollständiges Entleeren wird erst beim Dreschen erreicht, das sich nun in drei Arbeitsabläufen anschließt. Dazu muss das Bett verkleinert werden. Für jedes der drei Dreschbetten nimmt man den dritten Teil des Wurfs. Die übrigen Garben kommen vorerst zu je vier in die Tennenecken. Beim Herrichten der kürzeren Dreschbetten werden die Garben aufgebunden und ausgebreitet. Die Seile, von denen einige volle Ähren enthalten, werden zur Dreschlage gelegt. Die Halme liegen erheblich dünner und lockerer als im Bauschbett und lassen sich daher nun wirkungsvoller ausschlagen. Der Arbeitshergang ist mit dem zweimaligen Durchflegeln und dem Wenden der gleiche wie beim Vordreschen. Jeder Drescher schlägt seiner Position entsprechend auf eine bestimmte Stelle. Während die Innenstehenden die Halmspitzen bestreichen, flegeln die Außenstehenden etwa bis zur Halmmitte. Die Fertigkeit besteht darin, die aus verschiedenen Richtungen im Dreschtakt geführten Hiebe so anzubringen, dass die Flegelkolben auf engem Raum dicht nebeneinander niederfahren, ohne sich zu berühren. Sie müssen mit voller Kraft in ihrer ganzen Länge auftreffen. Dazu gehören Taktsicherheit und langjährige Übung. Der Schall der harten Flegelschläge dringt durch das offene Scheunentor weit nach draußen. Im Dorf wird die Fertigkeit der Dreschgemeinschaften nach dem sauberen Dreschtakt beurteilt. Der Schlagrhythmus des Einzelnen bleibt immer der gleiche, aber die Schlagfolge in der Gruppe ändert sich mit der Zahl der Drescher, zum Beispiel wenn einer die Tenne verlässt. Am einfachsten drischt es sich im Dreiertakt, bei dem die Schläge in verhältnismäßig langen Abständen aufeinander folgen. Der Vierschlag ist die gebräuchlichste Dreschweise. Er entspricht dem normalen Bestand an Arbeitskräften auf den Höfen. Wo genügend Helfer zur Verfügung stehen, wird im Fünfertakt gedroschen, der wegen der schnellen Schlagfolge große Fertigkeit erfordert. Mit dem Ende des zweiten Durchgangs ist das erste Dreschbett fertig gedroschen. Übrig bleibt das leere Stroh, unter dem sich der herausgeschlagene Austrusch gesammelt hat. Bevor das Stroh abgeräumt und nach draußen geschafft wird, schüttelt man sorgfältig die letzten Körner heraus. Dann wird es sehr behutsam zum Bausch aufgerafft. Im Unterschied zu den Garben bindet man die Strohbäusche mit zwei Seilen.
Das obere Seil wird aus zwei Strängen gedreht, die aus dem Bausch genommen werden. Das restliche Stroh ergibt einen sogenannten Wirrbausch, der zusammen mit den Langstrohbunden auf dem Hofplatz vor der Scheune abgelegt wird. Für das nächste Dreschbett holt man aus jeder Tennenecke zwei von den beiseite gelegten Garben. Damit die Flegel nicht auf dem harten Untergrund zerbrechen, müssen die losen Halme so verteilt werden, dass sie die Tenne gleichmäßig bedecken. Ja, da wollen wir anfangen. Oh, beinahe jetzt. Die Arbeit mit den Dreschflegeln ist den meisten von früh an vertraut. Die Flegelrute muss mit lockerem Griff gehalten werden, sodass sie bei jedem Schlag eine volle Umdrehung in den Händen ausführen kann. Sie wird beim Ausholen hoch hinaufgerissen. Dabei beschreibt der mit einem Lederriemen befestigte Kolben einen Kreis. Er schwingt nach dem Aufschlag dicht an der Rute vorbei nach hinten, wendet sich im höchsten Punkt der Ausholbewegung wieder nach vorn und schnellt dann in waagerechter Lage auf die Halme nieder. Beim Hochschwingen reichen die Flegel nahezu bis an die Gerüstbalken. Beim Wenden vor dem zweiten Durchgang müssen die losen Halme mit geschicktem Wurf in die entstandene Lücke hineingespreitet werden. Jedes der ausgedroschenen Betten von 8, eines allerdings von 9 Garben, ergibt 4 Langstrohbäusche und einen Wirrbausch. Während man die unverletzten Halme in den langen Bündeln säuberlich zusammennimmt, wird das Wirrstroh, das lediglich als Einstreu fürs Vieh verwendbar ist, mit gekreuzten Seilen einfach zum Ballen gebunden. Nun werden aus den Tennenecken die restlichen Garben für das dritte und letzte Dreschbett dieses Wurfs herangeholt. Man breitet auch sie über den Austrusch der vorausgegangenen Betten. Beim Andreschen führt einer, ohne dass ein besonderer Einsatz gegeben wird, den ersten Schlag. Und dann fallen die übrigen im Dreschtakt der Reihe nach ein. Vielfach sind Taktsprüche bekannt, die das Eindreschen erleichtern sollen. Dreschen ist Schwerarbeit. Es sind vor allem die immer gleichen Bewegungen in halb gebeugter Stellung, die Rücken und Arme sehr stark beanspruchen. Das leichte Auf- und Abwiegen mit dem Oberkörper im Schlagrhythmus verstärkt den Flegelschwung und bewahrt vor allzu schnellem Ermüden. Die kurzen, unregelmäßigen Schritte, die über das Bett führen, sind nicht mit den Arbeitsbewegungen abgestimmt. Sie richten sich nur nach dem Dreschfortgang. Beim ersten sehr gründlichen Durchflegeln der Betten rückt man langsamer vor als beim zweiten. Der Schluss am Ende eines Dreschbettes hat keine feste Regel. Er wird manchmal durch ein laut gerufenes Aus oder durch einen betont harten Flegelschlag gegeben. Wenn die Drescher das dritte Bett beendet haben, ist der ganze erste Wurf fertig durchgedroschen. Unter dem leeren Stroh liegt jetzt der gesamte Austrusch dieser 25 Garben.
Was an Strohresten übrig bleibt, wird zusammengenommen und gleich in den Viehstall gebracht. Im Ausdrusch sind die gewonnenen Körner mit zerschlagenem Stroh, abgebrochenen Ähren und der Karf gemengt. Da die Tenne nun für den nächsten Wurf freigemacht werden muss, wird der Ausdrusch in der hinteren Tennenecke zum Mahlhaufen aufgehäuft. Zum Zusammenschieben benutzt man außer den Worfschaufeln auch besondere Schärchen. Schon jetzt wird ein Teil des Kurzstrohs mit den Heurechen abgekämmt. Mit den Tennenbesen fegt man den Lehmestrich wieder blank. Die mit den Rechen abgeschachte Spreu wird im Räder über dem Mahlhaufen gesiebt. Dieses Rundsieb lässt nur Körner und Karf durchfallen. Gut. Na, das ist ein ganz schöner Haufen. Ja, ich werde beim nächsten Wurf mal schon nach. Nun kann der nächste Wurf auf die leere Tenne hinabgeworfen und wieder zum Bauschbett angelegt werden. Die erforderlichen 25 Garben machen die Menge von 2,5 Kästen oder Garbenhaufen vom Erntefeld aus. Ein Erntewagen, der 250 Garben bzw. 25 Kästen lädt, ergibt also genau 10 Würfe. Diese können an einem Dreschtag durchgedroschen werden. Bei guter Frucht gewinnt man aus jedem Wurf 2,5 Simmer. Das sind 75 Pfund Korn. 25. Die an der Tennenwand entlang vorrückenden Drescher flegeln beim Bauschen fast bis an die Strohseile heran. Bei lang andauernder Drescharbeit kommt es vor, dass sich alle am Wenden beteiligen, um so eine kleine Ruhepause zu gewinnen. Der ganze Arbeitsablauf des ersten Wurfs wiederholt sich bei den folgenden. Nach dem Bauschen das Beiseitelegen der Garben, das Durchdreschen in drei verkleinerten Betten und das Wegschaffen des Ausdruschs auf den Mahlhaufen. Neun Stück werden gelegt. Nein. Ja. Ja. Ja, ich gehe dann. Ich gehe dann mal durch. Dann kommen wir gleich. Ich mache das gleich. Nicht normal. Was ist das hier? So, bin ich. Das ist gut. Die überzählige 25. Garbe wird meist dem ersten Dreschbett beigegeben. Sie kann aber auch zum Auffüllen auf mehrere Betten verteilt werden. Obwohl die Kilben oder Flegelkolben aus zähem Birkenholz gemacht sind, kommt es vor, dass sie beim Aufschlag zerbrechen. Darum werden meist Ersatzflegel bereitgehalten.
Bei geübten Dreschern sind die Taktübergänge fließend. Sie ergeben sich immer dann, wenn jemand ausscheidet, um in Haus oder Stall unaufschiebbare Arbeiten zu verrichten und anschließend wieder eingreift. Richtig! Vorzeit! Du willst, dass ich das Bett noch fertig dreschen Das Ausschauen nach dem Wetter erinnert daran, dass hier der größte Teil der Ernte noch draußen auf dem Feld in Garbenhaufen steht. Die nächste Fuhre soll erst morgen hereingeholt werden. Die Strohbäusche vor dem Scheunentor türmen sich im Laufe des Dreschtages zum großen Haufen. Die Drescharbeiten werden nur durch die Mahlzeiten unterbrochen. Mit dem Abräumen des leeren Strohs, dem Herrichten der Betten und dem Durchflegeln schließt sich Wurf an Wurf, bis die ganze Wagenladung weggedroschen ist. Ähnlich wie hier konnte man früher zur Dreschzeit überall im Dorf die Dreschgemeinschaften in den weit geöffneten Scheunen bei der Arbeit sehen. Oft waren die Dreschflegel bis spät in die Nacht hinein zu hören. Der herkömmliche Tennenbelag aus Lehm erfüllte seinen Zweck vor allem beim Dreschen. Bei aller Härte bleibt er so elastisch, dass die ausgedroschenen Körner unter den kräftigen Flegelschlägen nicht aufbrechen. Der Mahlhaufen in der hinteren Tennenecke hat am Ende des Dreschtages einen stattlichen Umfang gewonnen. Gut. Und ganz schön aufgehen, ich hätte es nicht geglaubt. Ist doch noch gut. Ja. Nun müssen die Strohbäusche in der Scheune geborgen werden. Achtung, ich werfe Salia dran. Vorsicht! Das lange ungebrochene Flegelstroh, das bei der Verwendung als Streu meist geschnitten wurde, ergab früher auch das Material für die Strohdächer. Bis zuletzt war es zum Herstellen von Garbenseilen für die Ernte unentbehrlich. Ehe man die ausgedroschene Frucht auf den Kornboden bringen kann, muss sie von Spreu und Karf gereinigt werden. Das geschieht in zwei Arbeitsgängen ebenfalls auf der Tenne. Zunächst wird der Mahlhaufen schön gemacht, wie man das Aussondern des Kurzstrohs nennt. Dazu wirft man den ganzen Ausdrusch mit der hölzernen Worfschaufel lang durch die Tenne und kämmt ihn mit Heurechen ab.
ausgeht, der muss liegen. Der schön gemachte Mahlhaufen wird anschließend an die Seitenwand der Tenne geschaufelt. Was in der Spreu noch an Körnern enthalten ist, gibt man über den Räder hinzu. Nun liegt der Haufen für den zweiten Reinigungsprozess bereit, für den man die Windmühle oder Windfege benötigt. Was kann ich Windmühle holen? Das ist sauber genug. Guck mal, normal wäre es ja gut, der Fall. Ich jetzt reden. So, gut. Das ist jetzt nicht. So. Stell dir mal an, oder? Mit der Kurbel wird im Inneren des Kastens ein Gebläse angetrieben, das die leichteren Beimengungen aussondert. Karf und Staub werden nach hinten herausgeblasen. Die abgeschlagenen Ähren fallen nach unten durch in den Wannkorb. Die gereinigten Körner treten über eine Rutsche nach vorne aus. Wenn die Ähren im Wandkorb noch Körner enthalten, hebt man sie bis zum nächsten Dreschen auf. Zum Einsacken wird hier der übliche Fruchtsack bereitgelegt, den man aus selbstgewebtem Sackleinen herstellte. Die Öffnung ist durch einen eingenähten Zipfel erweitert, damit das Zimmer hineinpasst. Dieses alte Getreidemaß, das längst durch die Waage ersetzt ist, wird immer noch zum Füllen der Säcke gebraucht.
Genau abgestrichen fasst es 30 Pfund Brotgetreide. Die Fruchtsäcke werden mit dem Zipfel und den daran festgenähten Sackbändeln auf eine besondere Weise zugebunden. Der Kornboden liegt im Dachgeschoss des Wohnhauses. Damit die Frucht vollständig trocknet, lagert man sie hier in breiten Schüttungen, die von Zeit zu Zeit umgeschaufelt werden. Von hier aus wurde sie gemahlweise, das heißt in den Mengen, die man alle 14 Tage zum Brotbacken brauchte, zur Mühle geschafft.